Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, wir sind jetzt am an dem blöden Menschen Kokainhändler rangekommen. Und zwar wir haben einen Code letztes Mal bekommen und damit können wir den Big Boss, also nicht den Big Boss, aber damit können wir setze Drohne ein, markiere Feind. Den bösen, wie heißt der? Keine Ahnung. Ich sehe noch einen Tag. Wahrscheinlich Boston Reed, so wie das Ziel hier gesichtet. Fett angekreidet wird. Krass, der chillt da voll. Cool. Wir erreichen jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. Die machen irgendwie Moonwalk. Ah, jetzt nicht mehr. Roger, ich gehe auf eine neue Position. Ziel erfasst. Okay, Ziel markiert. Deck alles hin. So. Das war mal schön. Räumen wir auf und dann weiter. Aber ich kann doch nicht aufräumen. So, hier schön an Nachschub. Und hier schön was zu trinken. Und dann neue Munition. Und dann. Ich gebe jetzt die Codes ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er wird gleich hier sein. Bereitet den Hinterhalt vor. Töten Sie Boston Reed. So einfach, ja. Ziel im Anflug, bereit machen. Ah, da. Da nähert sich ein Helikopter. Soll ich den zum Explodieren bringen? Alter, wie langsam der fährt. Fliegt.
Es sind Gegner in der Nähe. Hubschrauber, auf den Boden. Ach so, es sind Gegner in der Nähe. Da ist noch ein Tango. Und das macht drei. Landet der? Sollen wir den einfach so zum Explodieren bringen? Ein Heli, los, runter! Ich glaube ja, warte. Dann werden wir mal unser altes Schmuckstück in die Hand nehmen. Geh in Position, eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Roger, Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Ich warte mal noch. Mit dem sind's fünf. Begleitfahrzeug zerstört diese Herrsche. Sie haben getroffen. Sie aufgeschossen. Heli abgeschossen. Gegner erledigt. Informieren wir Bowman. Bowman, Boston Reed ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Gut, den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist hier schon lange ein Problem. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein Kuschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Das ist ein guter Tag. Könnte schlechter sein. Bowman, Ende. Oh nein, ich habe... Hier, Bowman. Ein Informant hat mir gerade gesteckt, dass El Boquita etwas Großes in Kuani plant. Was wissen wir? Nidia und El Boquita wollen unbedingt Geld zu den Santa Blanca-Investoren in Mexiko schaffen. Sie stellen einen Konvoi für einen großen Transport nach Norden zusammen. Das ist eine Verzweiflungstat. Wenn es schief geht, wird El Sueño sauer sein. Haben wir den Standort dieses Konvois? Nein. Fragen Sie meinen Informanten, was er weiß. Ich schicke Ihnen Koordinaten für ein Treffen. Verstanden, sind schon weg. Ah, ich habe das Video verpasst. Warte. Nein. Der zweite Helikopter. Hervorragende Arbeit in Kuani. Reeds Tod hat das ganze Netzwerk lahmgelegt. Und ohne Flugzeuge ist Santa Blancas Ertrag in der Provinz auf ein Drittel gesunken. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren ein paar Razzien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn Sie Leuten Arbeit geben wollen, gehen Sie zur Entwicklungshilfe. Ich denke drüber nach. Nomad Ende. Okay, Warte. Warte, abgeschlossen? Nee, ich will das Video schauen. Warte mal. Die Warhawk. Okay, haben wir bekommen. Aber wie kann ich noch mal... Wie kann ich noch mal die Videos noch mal anschauen? Ich schau mal die Warhawk. Ja. Nee.
Verdammt. Schade. Ich wollte das jetzt anschauen. Aber ich hab's verkackt. Ah, vielleicht so? Heatmap? Nee. Oh. Lustig. Kartell anvisieren, Signal platzieren. Mitteilungen. Ah! Der Glückwunsch. So. Ja, wunderbar. Reden Sie mit den Informanten. Wir haben von einem Konvoi mit Trucks voller Geld für Kartellbosse in Mexiko erfahren. El Boquita soll den Konvoi leiten. Fangen Sie ihn ab und zerstören Sie ihn. Und töten Sie Boquita, falls Sie Gelegenheit dazu haben. Ja, dieser da. Ah. Mausrad. Mausrad gedrückt halten. Okay. Aber das ist das erste Video, glaube ich. Auch wenn Mama und Papa Reed den kleinen Bäuer mit Apfelmus und den Reds. Schade. Hier gibt es noch sehr viele Sachen, die man freischalten kann. Ah, schade wegen dem coolen Helikopter. Ah, dass der auch noch explodiert ist. Das war nicht so gedacht. Oh, egal. Griffy. Wie viele Helikopter hier rumfliegen, ne? Naja, okay. Morgen. Wir nehmen uns den mal. Ihr habt doch sicher nichts dagegen. Festhalten, Leute. Aber nice, wie die nicht auf uns geschossen haben. Ups. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, können wir wahrscheinlich. Vorsicht. Haben Sie überlegt? Ja, gut. Oh je. Oh, oh. Das hätte mich sonst sehr bekümmert. Reden Sie mit dem. Gut, machen wir mal. Informant? Ah. Da ist Helikopter. Oh, und da ist Helikopter. Sehr schön. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Servus. Adi. Ja, moin. Ding Dong Day. Und so weiter. Da ist der Informant. Mal sehen, was er weiß. Mit einer Waffe. Unauffällig. Hallo? Bowman sagt, du hast etwas für mich. Diesmal kostet es euch das Doppelte. Nicht mein Problem. Erzähl mir, was du weißt, dann setze ich mich für dich ein. Okay, es ist so.
El Buquita hat Ärger. Und er muss den Bossen in Mexiko einen verdammt großen Haufen Geld schicken. Also fährt heute Abend ein großer Konvoi ab. Wie groß? Einige gepanzerte Trucks für die Kohle, halbes Dutzend gepanzerte Autos, vielleicht sogar noch Helikopter. Krasser Scheiß. Wo ist der Konvoi? Kein Plan. El Buquita hat Schiss ohne Ende. Nur er und die Fahrer kennen den Weg. Das reicht mir nicht. Ich brauche einen Standort. Wie wird das? Ich weiß, wo El Buquita ist. Er ist hier in Kuani, damit der Konvoi auch sicher durchkommt. Folgt ihm, dann führt er euch direkt zum Geld. Okay. Das? Na schön, suchen wir El Buquita. Kein Schuss, bis das Geld in Sicht ist. Das klingt nach einem Plan. Nach einem sehr guten Plan. Nach einem außergewöhnlichen Plan. Aber da wäre so ein Militärhelikopter natürlich auch wieder richtig geil. Ah, naja, zwei Gatlings sind auch nicht zu fahren. Warte, ich trinke gerade gleich. Gerade gleich. In diesem Moment. Still und leise angehen. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ach so. Hab noch einen Tango. Tango Nummer 3. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das macht 5. Bowman, wir haben El Buquita im Blick und folgen ihm zum Geld. Verstanden, wir haben sein Handy verwanzt. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, können Sie ihm dabei zuhören. Die Karre ist alarmgesichert. Ja, nicht, wenn er darin fährt. Bereit, dreh auf! Hier, Amor, ich bin fast da. Listo. Solange Sie Ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denen ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige, der sowas durchziehen kann. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst. Aber es tut gut. Igual, te amo. Jetzt gib mir bitte, mi niña. Papi, kommst du nach Hause? Pronto, Chaparrita. Ich muss verreisen. Sei ein gutes Mädchen und hör auf deine Mutter. Grieße, Hundchen? Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nina, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Papa liebt dich sehr. Adios. Adios, mi hija. Oh, süß. Ich würde sagen, dass das da drüben ist, es, ne? Dem Helikopter da. Ah, schön. Wartet ihr auf mich? Ein Ziel mit Maschinenpistolen. War nicht auffällig mit dem Helikopter. Bowman, wir haben den Konvoi. Mindestens 3 schwere Fahrzeuge, 1 Heli. Wir müssen verhindern, dass der Geldtransport Mexiko erreicht. Genauso wichtig ist, dass wir El Buquita ausschalten, um die Beziehung zwischen Svenja und Nidia zu zerstören. Verstanden. Runter, sonst wirst du entdeckt. Aber wieso müssen wir El Buquita töten? Das ist voll die. Das war scheiße knapp. Nein! Ah! Verdammt! Das ist gar kein... Bereit? Feuer frei! Eröffne Feuer!
jetzt gar keiner mit Raketen. Wieso? Ich weiß das echt nicht. Warum? Wir sollten die doch ausschalten. Vielleicht. Vielleicht, weil der Okita geflohen ist. Aber jetzt haben wir natürlich hier kein Fahrzeug. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen schlicht. Moment. Wir müssen jetzt ein bisschen außenrum gehen. Wir brauchen jetzt ein Auto oder noch besser. Hey, alles sind Feinde. Ich halte zusammen. Noch besser ein Helikopter. Aber hier in der Nähe ist keiner. Das ist nicht gut. Ja, da ist einer, ne? Okay, dann schauen wir mal, ob wir ein Autoli finden. Und dann. Gut, alles grün für uns. Das ist schön. Unidad Heli, unten bleiben. Siehst du mich? Wir haben den Heli. Oh. Das war's. Alle okay? Da explodiert doch jede Sekunde, jede zwei Minuten was. Oh. Egal. Na, nicht egal. Verdammt. So dumm. So blöd. Gut, dann würde ich sagen. Ja. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Sonst wird die nächste Folge wieder so lang. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal und sorry.